Hallo, mein lieber Oliver. Bitte? Na, wie geht's dir? Ich sage dir, don't cross the line. King of the Mountain. King of the Mountain. He is undefeated for the last 42 and a half years. Now he finally gets his chance to become X-Division Champion of the world. Kevin Nash. So. Ja, das war eine schöne Eröffnung gewesen mit dem Moontalk. Ich hätte Lust, jetzt loszulegen. Du bist ja einer. Nee, machen wir erst nochmal Stopp hier. Gut. Moontalk Nummer 144. Was für eine schöne Zahl, oder? Herr Chris de Pons. Ja, hallo Julian, das freut mich aber, dass ich wieder dabei bin. Nein, ich freut mich, es freut mich wirklich sehr, dass ich wieder dabei bin. Es gab ja sehr viele kritische Stimmen, dass ich nicht dabei war. Herr Frank hier hat gerade seine 5 Minuten, die wollen wir auch mal nutzen, um ihm beim Lachen zuhören. Wie? Wie? Ich habe keine 5 Minuten. Nee, aber Sie lachen so gerne. Wieso ist eigentlich dein Mikrofon einen halben Meter vom Kopf weg? Weil ich sonst so laut bin. Ach, das fällt dir jetzt ein. Ja, deshalb habe ich das Mikrofon so weit vom Kopf weggenommen. Und wenn wir kommentieren, dann sorgst du immer dafür, dass es schön bröselt. Richtig. Nein, das ist dann auch schon Super. so weit weg. Das ist die Voreinstellung von der letzten, Super. Kommentatorenspur. Nein, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich habe natürlich wieder sehr, sehr viele Posts und Mails bekommen und natürlich auch im Moontalk-Thread nachgeschaut. Und dort wurde sich ja beschwert, dass ich nicht dabei war bei der größten Moontalk-Ausgabe aller Zeiten, nämlich der WrestleMania-Ausgabe. Zumindest wäre es die größte Ausgabe aller Zeiten gewesen, wäre ich dabei gewesen. So ist es dann doch zu einer durchschnittlichen Ausgabe verkommen. Aber dennoch schön, euch auch mal alleine zu hören, den Mike und dich. Was macht der Mike eigentlich heute? Was der Mike heute macht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er zurzeit kein Internet hat, weil er umgezogen ist. Oh, Ja. der Mike, der ist Das heißt, umgezogen. er könnte heute gar nicht dabei sein, selbst wenn er wollte. Hat er denn WrestleMania noch gar nicht gesehen? Das ist eine gute Frage. Aber heute geht's ja, glaube ich, gar nicht um WrestleMania. Es geht überhaupt nicht um Aber in WrestleMania. der nächsten Ausgabe geht's Das um ist ja der Witz. WrestleMania. Ja, das ist richtig. Aber jetzt geht's erstmal um TNA Lockdown. TNA Lockdown. Ja, mach bitte mal dein Cross Preview. the cage. Ja, Julian, ich bitte Wie? dir jetzt 20 Sekunden an. Du kannst dein persönliches TNA Lockdown Review jetzt hier ins Ich habe doch gar Mikrofon nichts sprechen. vorbereitet. Ist doch egal. Einfach mal Nö. was Lustiges sagen. Was fällt dir zum Beispiel zu Samoa Joe gegen Kurt Angle ein? Ja, toll. Ein Match, auf das wir ewig gewartet haben, das es noch nie gab. Die 27. Auflage Erst ohne Hausshows. ohne Ausschuss. Nur bei nur Pay-per-Views. bei Pay-per-Views. Ja, ist schon eine ewig lange Fehde, die beiden, ne? Ja. Joe und Engel. Ja. Aber es passt irgendwie. Bisher gab es ja auch kein richtig schlechtes Match der beiden. Und das kann man, denke ich mal, auch diesmal nicht erwarten. Ich persönlich wünsche mir hier das beste Match beider Kontrahenten. Ohne Eingriffe von außen, ohne alles. Ein reines Wrestling-Match. Ich denke, das wird es nicht geben, Weil? weil da ein Cage außen drumrum steht, also nicht Christian, sondern ein richtiger Käfig. Und ich denke, dass es mehr so die Hardcore-Schiene jetzt wird, weil die beiden eigentlich schon alles aus sich rausgewrestelt haben, was so ging. Aber wie kommen Sie denn wie Hardcore-Schiene? Wie meinst du das jetzt? Immer mit Blut und so. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, das soll ein MMA-Style-Match werden. Also sehr MMA-lastig. Wahrscheinlich viele Tatsächlich. Kicks und Punches Ja. und Wrestling-Moves und wahrscheinlich ist Und das. tröte alle 5 Minuten oder was? Nö, das nicht. Ja, noch 3 Minuten. Also Joe dominiert, Und aber dann kommt dann. Big John McCarthy. Ja. Und sagt, hier, stopp mal. Nee, Joe dominiert die Anfangsphase und dann gibt
gibt er aber trotzdem auf nach einem simplen Move. Was war nochmal, wo Lesnar verloren hat, in welcher Aktion? Weiß ich nicht. Die kopieren das Match, um Lesnar zu verarschen, glaubt man dran. War es nicht irgend so ein Knee-Lock oder sowas? Kann sein, irgendwas sehr Simples auf jeden Fall. Tja. Ja. Ja. Ja, wenn wir schon mal angefangen haben mit dem Match, können wir doch gleich mal das tippen, oder? Das können wir gerne tippen. Ich tippe hier leider Gottes auf Samoa Joe, der sich ja nach gefühlten 20 Jahren den Titel holen wird von Kurt Angle. Ja, zum NWA World Heavyweight Title hat es ja leider nicht mehr gereicht. Dafür wird er jetzt TNA World Champion. Dafür hat sich das dann auch sicher gelohnt, ROH zu verlassen. Ja, das kann man sehen, wie man möchte, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Auf jeden Fall hat... Ich habe jetzt einfach mal eine Lanze für TNA gebracht. Ja, ist ja auch wunderbar. Samoa Joe, der, wie du gesagt hast, der... Samoa Joe ist ja auch Samoaner und die müssen ja, wie jeder weiß, eine 17-köpfige Familie ernähren. Richtig, ganz jeweils. Genau. Little Joe, Small Joe, ja. Mr. Klein Joe. Joey Legend. Genau. Joey's Pizza Service. Farmer Joe. Ja, alle Joes halt, ne? So Johannes gibt. B. Kerner. Richtig. Wen gibt's da noch? Den Joker. Joey Ryan. Ne? Den auch. Ja. Und, Joe Cool. Wer ist Joe Cool? Vince McMahon. Hat er zumindest behauptet beim King of the Ring 2000, den ich erst vor kurzem wieder gesehen habe. Dass er Joe Cool ist. Ja. Oh, das ist ja toll. Das ist gut, das ne? Das ist cool, ja. Ja. Ich tippe hier auch auf Joe übrigens. Weil es einfach nötig wäre. Ich meine, die ganzen, alle Orts stehen gegen Joe oder wie soll man das Indiana sagen? Indiana Joe gibt's auch noch. Ja, Indiana Joe. Und Jones auch noch, ne? Ja, aber der macht nicht mit. Ach, der macht nicht mit. Es gibt Miss Jones, die ist mit Ernest Miller immer zum Ring gekommen. Ach so, richtig. Ja. Ernest Miller, ist das auch ein Sohn von Samoa Joe? Wie? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich tippe auch auf Samoa Joe, weil Kurt Angle hat es ja deutlich nochmal gesagt, viermal ist er angetreten gegen Samoa Joe, zumindest bei TNA Pay-Per-Views. Ja. Und hat dreimal gewonnen, heißt Joe hat nur eine 25%ige Siegeschance. Und man weiß ganz genau, selbst Randy Orton hat es geschafft mit einer 8%igen Siegeschance, ein Match zu gewinnen. Warum sollte Joe das mit 25% Moment, das war Zuschauer-Voting. Das ist ja egal. Das waren ja keine Statistiken in dem Sinne. Das war statistisch. Ich hätte auch mehr... Ich habe auf Randy Orton getippt. Ich hätte Randy Orton auch nicht mehr als 8% zugeräumt als Sieger bei WrestleMania. Ich hätte nicht auf Randy Orton getippt. Never ever. Ey, oh. Listen what I say, oh. Wir haben ein tolles Konzept heute. Ja? Wie heißt das? Nonsense Deluxe. Ach so, tut mir sehr leid. Ich will auf Samoa Joe tippen, wie Total gesagt. Nonsens. Weil er dreimal verloren hat und erst einmal gewonnen hat. Alles deutet darauf hin, Joe braucht einen neuen Vertrag und so weiter und so fort. Und wenn Joe nicht gewinnt, dann verlässt er alle. So dann prügelt er noch Jim Cornette. Dann, weiß ich nicht, zündet er Dixie Carter an. Weiß ich nicht, Joe darf ja alles, wird trotzdem bejubelt. Ich hätte aber noch eine Theorie. Na? Erinnerst du dich an Feast of Fire? Mit Grausen. Genau. Und da... Obwohl, B.G. James hat einen Koffer gewonnen. Richtig, den er eingelöst hat mit seinem alten Vater. Versaubeutelt hat. Aber dort wurde ja damals schon das Unmögliche möglich gemacht. Nämlich Christopher... Tipp James in Strapsen. Christopher Daniels wurde gefeuert. Und von den Feast of Fire Siegern hat man ja gedacht, dass Christopher Daniels nie derjenige sein wird, der gefeuert wird. Beziehungsweise Loki hat ja eigentlich den gewonnen, aber der ist ja dann weg. Oder Senshi hieß aber TNA. So ein Quatsch aber auch. So, und Christopher Daniels wurde gefeuert. Ja. Da haben wir gesagt, wie kann man denn gerade Christopher Daniels feuern? Warum nicht P.D. Williams oder Scott Steiner? Und jetzt ist meine Theorie. Samoa Joe wird gefeuert, aber er kommt als Curry Joe wieder. Nein. Und bildet mit Curry Man ein Tag Team. Und fädet gegen Sharkboy und Eric Young. That's awesome. Ja, gut, jetzt wundern mich auch deine anderen Booking-Ideen nicht mehr. Bitte dich. Nach meiner Idee. Curry Joe, wer will den denn nicht sehen? Joe Curry ist doch auch ein netter Name. Warum nicht? Gut, dann halt nicht. Aber es wäre eine Idee, TNA. Wenn ihr also wieder Moontalk hört, dann wisst ihr Bescheid. Dann kann Engel den Gürtel doch behalten. Den Dödel doch behalten.
Ja, den Dödel. Ja. So. Ja, das ist. Willst du noch was sagen zu Joe gegen Angle? Ja, was ist mit Karen? Hat man jetzt gar nicht gesehen. Kümmert sie sich um die Kinder? Karen? Taking Karen Business. Ja, richtig. Taking Karen Kids. Was weiß macht Karen Angle jetzt? Was hast du gefragt? Kurt oder Karen? Karen. Karen? Ja. Die trifft sich, glaube ich, heimlich mit AJ Styles. Stimmt, die sind ja verheiratet, da war ja was, ne? Die sind ja natürlich nicht richtig verheiratet, aber AJ hätte das gerne so. Ja. Und Karen findet den AJ wohl auch ganz niedlich. Und deshalb haben die sich jetzt, glaube ich, so backstage lieb, ohne dass das jemand mitkriegen darf. Ja. Und, ja, Mike Tenay hat ja auch ein sehr emotionales Interview mit Karen Angle geführt. Karen Angle hat wieder ihre traurige Krächzstimme aufgesetzt. Kann sie gut. Das kann sie richtig gut. Und ja, jetzt wird man sehen, ob das irgendeinen Einfluss auf das Match haben wird. Glaube ich nicht, weil der ganze Kampf war ja relativ auf sportlicher Basis aufgebaut. Wenn du dich zum Beispiel an vergangene Matches erinnerst, wie zum Beispiel das letzte bei Hard Justice, da ging es ja um die ganze Geschichte mit Karen Angle und liebt Kurt Angle Karen Angle überhaupt noch oder geht Karen Angle auf die Seite von Samoa Joe und Karen Angle hat einen neuen Freund, wenn du dich daran erinnerst, die ganze Geschichte. Aber diese Auseinandersetzung jetzt ist ja auch sehr, sehr sportbezogen aufgebaut. Mit den ganzen Trainingsvideos von beiden. Dann hat sich keiner beim Contract Signing attackiert, sondern haben sich die Hände geschüttelt. Es wirkte alles sehr sportlich. Ich glaube, auch auf dieser Basis wird das Match stattfinden. Aber warte mal, wenn Joe sowieso den Titel gewinnen muss, dann kann man das doch auch wieder so auflösen, dass zum Beispiel Kurt sich doch ein bisschen um seine Familie sorgt und ihm das dann vielleicht doch ein bisschen wichtiger ist als der Titel. So ganz plötzlich. Weil irgendwas passiert, was er nicht beeinflussen kann. Er kann ja nicht sofort aus dem Cage raus. Was soll denn mit Karen passieren? Machen sie ein Video? Ja, nicht mit Karen. Vielleicht mit den Kindern alleine. Oder so. Ja. Ja, genau. Das spielen sie dann live ein. Ja, 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 bei ja. Angles zu Hause. Ja, eine Kind, die Tochter von Kurt. Die Tochter droht gerade im Pool zu ertrinken. Tochter von oder Kurt war im Haus von Jeff Hardy. Haben sie vergessen, zusammen mit dem Hund. Und jetzt ist es... Oh, das wäre aber ein bisschen... grenzwertig. Ja. Ja. Homeless Jeff. Ja, Homeless Jeff. Ja. Sieht er aber, sah auch immer so aus. Also von daher macht es keinen Unterschied. Sag mal. Wie bist du denn heute drauf? Warum denn? Ist scheiße für Jeff Hardy. Muss man als WWE-Angestellter nicht einen festen Wohnsitz haben? Tja. Gute Frage. Müsste man die WWE mal fragen. Tja. Das ist vielleicht der Grund, warum Jeff Hardy suspendiert ist. Sogar der Boogeyman wohnt in der bodenlosen Grube. Ja, das ist immer mal was. Welche Nummer? Weiß ich nicht, wie viele Nummern haben da hat denn so eine nummernlose, bodenlose. Er kommt aus der nummernlosen Grube. Weiß ich nicht. Muss den Boogeyman mal fragen bei Gelegenheit. Immer noch. Ne, ich glaube aber nicht, dass Karen Angle irgendwas, dass da irgendwas passiert. Ich glaube, das wird total abseits von Storylines und Co. geschehen. TNA will ja jetzt ernster werden, mehr auf den sportlichen Aspekt. Das haben sie uns voraus, ja. Ja, ganz genau noch. Aber wir werden dann auch ernster, weil TNA macht ja Cross the Line und Cross the Line. Ganz genau. Ja, aber wieso? Wenn du dir die ganzen Gimmicks mal anguckst, wie Curryman und Super Erich. Wo wären die da ernster? Ja, das ist... Ich meine, es geht ja eher in die andere Richtung. Eric Young ist ja jetzt mutiger geworden zumindest. Auch ein bisschen ernster, auch wenn er das Kind... Ach so, deshalb ist das kein Comedy. Nö, das ist jetzt kein Comedy, weil Eric Young musst du ernst nehmen. Der hat ja seine Handschellen jetzt zerbrochen bei der letzten Impact-Episode. Und ne, das kann nicht jeder. Ob der immer noch die SpongeBob-Boxershorts drunter trägt? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Das interessiert mich auch seit Turning Point 2006. Unter dem Super-Erich-Kostüm. Ja, ich weiß es nicht. Müssen wir den Erich mal fragen. Ja. Ja, wie gesagt, Samoa Joe wird den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Was ich nochmal kurzzeitig einstrahlen möchte, ist TNA. Hast du es eigentlich schon erwähnt bei der letzten Ausgabe? Haben wir es erwähnt? Haben wir es schon erwähnt? Ich glaube ja, oder?
TNA. Achso, wer noch was zu Joe gegen Engel hören will, der hört sich bitte die Moontalk-Ausgaben 122, 117 und 112 an. Was? Ja, da haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, über den Kampf. Nein, es ist der Hammer. TNA Impact ab 7. April jede Woche nur auf Premiere. Und das läuft also seit Montag gibt es TNA auf Premiere. Ja. Das ist der Hammer. Das ist der Mit Nick Held und Mike Ritter ja. als Kommentatoren. Als was sonst? Top-Kommentatoren, die wir da haben, auf jeden Fall. Bei Premiere. Ja. Bei Premiere, sage ich noch mal. Ja, ja. Das zweitbeste Kommentatoren-Duo, was man sich für TNA wünschen kann. Definitiv. Absolut. Top. Top. Freut mich. Bravo. Und Slammiversary. Prost. Slammiversary. Hoch die Tassen. Hurra. Es ist cool. Slammiversary wird am 8. Juni 2008, 8. Juni 2008, bitte vormerken, liebe TNA-Fans in Deutschland, am 8. Juni 2008 wird auf Premiere direkt Slammiversary übertragen. 6 Jahre TNA, 5 Jahre TNAfans.de feiert man 2 Monate später, aber darum geht es erstmal um 6 Jahre, so viele Finger brauche ich, 6 Jahre TNA. Und das ist der erste Pay-Per-View auf Premiere. Ist der Hammer. Alle Informationen dazu. Live. Live, live, in Farbe, ungeschnitten. Ja. Für 15 Euro. Das heißt vielleicht mit grünem Blut, aber das werden wir ja bei Stellt euch sehen. Doch mal vor, liebe WWE-Fans, jetzt könnt ihr das Geld jeden Monat sinnvoll anlegen und ja. einfach ein TNA-Pay-Per-View bestellen für 15 Völlig Euro. Völlig richtig. Da freut sich jeder. Oder ihr gebt einfach 30 Euro im Monat aus für euer Hobby. Ganz ehrlich, was gibt man zum Beispiel raus, wenn man raucht? Du? So ein starker Raucher? 15 Euro die Stunde. Ja. Richtig. Und davor kann ich ein Pay-Per-View, was ich in einer Stunde mache, ja. kann ich mir im Monat ein Pay-Per-View kaufen. Ich bitte euch. Richtig. So, und was ich nochmal sagen wollte. Die ja, bitte. Premiere macht Werbung für TNA. Ja. Und sie zeigen, und sie machen Superstars von TNA auf die Werbung. Hinten 5 Superstars sind abgebildet. Kannst du mir bitte sagen, wer die 5 Superstars sind? Wenn du mich schon so blöd angrinst, wahrscheinlich... Nein, bitte sag erstmal realistisch 5 Superstars. Realistisch, gut. Sting. Ist drauf. Der Kurt Stinger Angle. Ist drauf. Christian Cage. Nicht drauf. Na gut. Samoa Joe. Nicht drauf. James Storm. Jawoll! The Cowboy! The Cowboy! Und wo ist James Storm, bitte? Er ist der Mittelpunkt der Promotion. Auf der Premiere-Werbung ist Booker T, Sting, Chamel, Kurt Angle und James Storm drauf. Und James Storm ist wirklich in der Mitte. Ist das der Hammer? Ich glaube, das mein The Cowboy hat was gebracht. Ich habe diese Werbung noch nie zuvor gesehen. Premiere ja, hat... Ob das was bringt? Für die, die von links nach rechts lesen, denen fällt als erstes dann Chamel auf. Die wichtigste Wrestling-Persönlichkeit aller Zeiten. Echt? Ist sie da drauf? Ich dachte, sie gehört zum Hintergrund. Du hast von 5 Leuten gesprochen. Ich glaube, sie gehört dazu. Ah, das kann was sein. Was ist denn das hier für eine Tarzan-Jane-Überschrift, sag mal? Du Wrestling wie Premiere. Ich glaube aber ja. ganz ehrlich, dass die Premiere-Verantwortlichen sehr viele Impact-Episoden auf tnfans.de gesehen haben, dass sie auch wussten, dass der Cowboy verdammt cool ist und ihn deshalb einfach mal in die Mitte der Werbung gesetzt haben. Das ist doch echt ein Zufall, oder? Ich hatte damals schon Markout, als ich es rausgeholt habe. Ich habe die Ringside-Zeitung falsch rum rausgeholt und auf einmal sehe ich The Cowboy vorne drauf. Ach nee, ist nur Werbung, scheiße. Wäre ein schönes Cover auch gewesen für die Ringside auf jeden Fall. Dafür ist Brock Lesnar drauf. Dafür ist Brock Lesnar drauf und ja. Liebe Ringside-Abteilung, ich möchte gerne einen James Storm-Poster in meiner Ringside haben. Dann werde ich nämlich mir das auch anhängen. Es gibt doch beim WWE-Magazin immer 4 unterschiedliche Cover. Da ja. kann man doch auch für Ringside kann man dann eine Auflage von, ich weiß nicht, wie viele finden James Storm gut, 10 Leute, kann man dann eine extra Ausgabe... Jeden drucken. Monat James Storm einfach eine extra Auflage auf dem Cover. Mit anderen Bildern. Ja. Ja, wäre ich für. Ich kaufe mir die dann nochmal. Wollte ich nochmal erwähnen. www.premiere.de ja, jeden sich. Montag Slash gibt Wrestling. Es jeden Montag um 15 Uhr, war das richtig? Jeden Montag 15 Uhr im Sportportal und für diejenigen, die schon Premiere-Start haben, alle anderen können es leider nicht mehr nachträglich bestellen. Ich habe es versucht. Können Sie die Wiederholung, können sich die Wiederholung dann auch nochmal angucken. Und ja. 8. Juni 2008, das wichtigste Datum des Jahres nach dem 24.05.2008 ist nämlich der 8. Juni 2008, wie ich gesagt habe, nämlich da gibt es den TNA-Pay-Per-View. Am 24.05.2008 ist nämlich Vince Mania. Das größte Wrestling-Spektakel in Norddeutschland und ganz Deutschland, Europa und der Welt. Es ist der Hammer. Carsten
Kretschmer gegen Ares. Das reicht erstmal schon mal. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Ich kann euch nur empfehlen, geht auf catchwrestling.de und bestellt euch eure Tickets. Natürlich werdet ihr Julian und meine Persönlichkeit auch dort vor Ort sehen. Das ist selbstverständlich. Auf dem größten Ereignis des Jahres sind wir natürlich auch dabei. Prima. Machen wir mal weiter mit der Lockdown-Karte. Sonst gibt es auch nichts Wichtiges mehr im Euro-Wrestling derzeit, oder? Nö. Nö, ne? Keine großen Veranstaltungen, die demnächst anstehen. Nö. 16 Karat war ja gerade. Richtig. Ja. Man könnte erwähnen, dass es sich eventuell lohnen könnte, am 26.04. Nach Eckernförde zu Projekt Wind zu kommen. Am 3. Mai nach Wismar zum NCW-Debüt. Am 17. Mai nach Hamburg. Hamburg jetzt, ne? Ja. Hamburg jetzt? In den NFC-Dojo. Am 23.05. Zu den Pro Wrestling Fighters nach Langhorn, auch richtig, in Hamburg. Ja. Ja. Alles hier oben. Und natürlich auch sehr gerne gesehen Masahiro Chono am 10.05. in Osterholz Schamgestöhn oder so. War das nicht so? 10.05. Masahiro Chono? Bei unserem Freund Eddie Stein. Eddie Stein. ja. Gut. Du wolltest da nicht noch Ringrichter sein. Also nicht, dass ich dir jetzt hier irgendwie was versaue oder so. Bei der EPW? Ja, weil Eddie jetzt vielleicht zuhört. Hört er zu? Vielleicht. Oder der Peter. Weiß ich nicht. Oder also René. Ich bin allen Angeboten gern offen. Also, wolltet ihr schon immer mal einen Ringrichter zu Hause bei eurer Geburtstagsfeier haben? Dann bucht Julian. Danke. Bookings unter julian@frank.de. Die Adresse gibt es zwar nicht, aber... Ihr könnt es versuchen. Ihr könnt es versuchen, sonst auch gerne über Cyborg. Sehr gerne. Ich bin übrigens auch... Ja, und du bist Ringsprecher. Allgemein halt. Ja, Ringsprecher, aber ich spreche auch gerne woanders. Also so auf Familienfeiern oder so. Wenn ihr eine Hochzeit habt und ihr braucht jemanden, der da eben Leute unterhalten soll, Witze erzählen soll. Ich kann zum Beispiel einen Witz. Warum kann man einen DJ nicht anrufen? Weil er das Telefon nicht hört. Nee, weil er auflegt. So, solche Kracher und mehr kann ich euch natürlich... Aber um aufzulegen, muss er ja erstmal rangehen. Hast du es nicht verstanden? Mann, Platten auflegen und so, DJ, die muss man auch alles erklären, oder? Doch, ich hab's schon verstanden, aber es macht keinen Sinn. Natürlich! Ach, das muss doch keinen Sinn machen. Ach, es muss keinen Sinn machen! Ja, die Einstellung ist so bekannt. Hier. So, nächstes Tomate, Match auf. Tomate geht über den Zebrastreifen. Ja. Das war's. Ja. Kann eine Tomate gehen, oder was? Ja, siehst du, das ist einfach. So, solche großartigen Witze, wie gesagt, nur für 15,55 € pro Stunde auf ihrer Familienfeier. Lethal Lockdown Match. Ohne Jay Lethal. Ja, der hat ein anderes dafür. Team Cage, Christian Cage, Kevin Nash, Rhino, Sting und Matt Morgan. Hammer. Der ehemalige, ja, wie soll man das sagen, Assistent, Enforcer von Jim Cornette. Der Taschenspieler von Jim Cornette. Richtig. Gegen Team Tomko, natürlich mit Tomko, AJ Styles, Team 3D und The Cowboy, James Storm. Die Pause war lang genug, dass alle die Lautstärke runterregeln konnten. Ja. Haben die Leute mich ja nicht vermisst, die letzten Ausgaben, Julian? Nein. Gut, das finde ich ja also schade. Ich zumindest nicht. Geht auf Bonds, wo war die Seite nochmal? Ich muss es nochmal erwähnen. Ich weiß, Eigenwerbung. Bondsfans.de.tl. Ich grüße Batista und Daria. Die haben sich, glaube ich, zuletzt in meinem Fanclub angemeldet. Ja, Team Cage gegen Team Tomko. Ja. Wurde ja auch aufgebaut. Von Woche zu Woche kamen neue Teammitglieder hinzu. Das Ganze resultierend ja wahrscheinlich aus dem Turn von Tomko, der stattgefunden hat, gegen Christian. Ist es denn so, dass derjenige, der den Pinfall einfährt, einen Title Shot bekommt? Es war in den letzten Jahren ja so gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt ja, das müsste Team Tomko gewinnen. Weil Samoa Joe gewinnt. Obwohl, vielleicht ist es gar nicht unbedingt nötig, weil ja Scott Steiner auf jeden Fall schon einen Title Shot bekommt. Vielleicht geht es ja auch nur um die Ehre. Oder man gibt einfach James Storm den Shot und lässt den Gürtel dann bei Impact wechseln. Wenn ich mir Team Tomko mal so angucke, da sind ja keine wirklichen Titelanwärter dabei.
Wenn man jetzt die Gegenseite sieht mit Christian Cage, Kevin Nash, Rhino, Sting und Matt Morgan, wo zumindest vier Leute schon World Champions waren, ja, und Matt Morgan jetzt gerade sein erstes Match für TNA bestreitet, ist das schon richtig. Also AJ Styles war natürlich mal World Champion gewesen, aber von der Position weit entfernt. Tomko möglicherweise mal ein Titelaspirant, wenn er weiter aufgebaut wird. AJ ist auch gerade mehr in der Tag Team Division, ja, von daher wird er gar nicht reinpassen. Brother Devon und Brother Ray, nicht wirklich, eben das Tag Team. Und da ist auch die Frage, ob die beiden Teams sich nicht untereinander streiten, wie wir es gesehen haben. Weil Brother Ray richtig, hat sie ja als das beste Tag Team aller Zeiten bezeichnet und wollte dann den Gürtel von Tomko klauen. Von daher ist die Frage, ob es nicht vielleicht interne Schwierigkeiten gibt. Und James Storm, der natürlich ein verdienter Titelaspirant wäre, aber TNA das bisher noch nicht erkannt hat. Vielleicht kommt das ja noch. Ja. So. Von daher kann aber eigentlich Team Tomko gar nicht gewinnen. Wer pinnt denn jetzt hier? Schon wieder Sting? Sting macht das eigentlich jedes Jahr, ne? Eigentlich ist dieses Lockdown aber Stings Match. Weil Sting hat es ja auch erfunden. Eigentlich schon. Rhino wäre langweilig, würde ich sagen. Würde im Moment auch nicht passen. Meine Theorie ist ja immer noch, dass Kevin Nash turned zu Team Tomko. So. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach gegeben, dass Kevin Nash turned. Das ist ja wahrscheinlich, wollte ich sagen, dass Kevin Nash turned. Weil er ja meinte, er geht immer mit dem Geld mit. Vielleicht wird er ja geltlich bestochen. Wer von denen... Oder Matt Morgan turned gegen Kevin Nash. Da gab es in der Vergangenheit auch so eine Auseinandersetzung zwischen den zwei Riesen. Gut, also können wir mal davon ausgehen, dass die beiden sich gegenseitig neutralisieren. Rhino wäre langweilig, Sting war auch schon viel zu oft dran. Dann bleibt ja nur noch einer. Nämlich Christian, der Team-Captain. Team-Captain Charisma. Das ist die Frage. Das ist schwer. Aber ist der Pinfall, also wer den Pinfall macht, ist das überhaupt wichtig? Für die würde ich schon sagen, denn wenn ein Team gewinnt, dann müssen die ja untereinander ausmachen, wer Number One Contender ist. Wenn es denn dadurch einen Title-Shot jetzt gibt. Na gut, okay. Also ich tippe auf jeden Fall auf Team Cage. Du auch? Nö, ich tippe jetzt einfach mal auf Team Tomko. Gut. Wir, extra Punkt gibt, wenn wir den Pinfall richtig zählen. Also, wer bringt den Sieg? Bei Team Tomko? Tomko. Ich muss neben gegen James Storm tippen. Und ich tippe hier trotzdem auf Sting, weil ich denke, das ist Stings erster Pay-Per-View. Ist gerade zurückgekommen und da muss man seinen Wert nochmal unterstreichen und deshalb wird das Ding doch bestimmt den Pinfall holen. So, das ist auch sehr lustig, dass wir uns von oben nach unten auf der Karte abarbeiten. Ja. Jetzt kommt das X-Escape-Match. Es geht um den X-Division-Titel. Oh Mann. Sanjay Dutt gegen Jay Lethal, und das ist ja auch schon mal eine kleine Story in sich, gegen Curryman, der irgendwie ein bisschen in der Luft hängt, beziehungsweise Tag-Team-Matches mit Sharkboy bestreitet, der ebenfalls in dem Match drin ist. Dann haben wir noch Johnny Devine, der ja praktisch Team 3D mehr oder weniger vertritt. Und den Neuling. Consequences Creed. Ja. Die wir bereits bei Bound for Glory 2007 gesehen haben. Ist das so? Ja, der war an der Seite von Ron Killings, wenn du dich erinnerst. Bound for Glory 2007? Richtig, er war der Ersatz für Pac-Man Jones. Pac-Man Jones ist doch nicht in den Ring gestiegen. Sowas weißt du noch? Natürlich. Entschuldigung. Da sind AJ Styles und Tomko Tag Team Champions geworden. Entschuldigung. Wie konnte ich es vergessen? Ich bitte dich. Ja, Sonjay Dutt und Jay Lethal haben ja die Hulk Hogan Macho Man ähnliche Geschichte. Geht ja um Miss Liz beziehungsweise um Miss Val. Miss Val. Die Misswahl sozusagen. Richtig. Und das wird sicherlich Zündstoff noch zwischen den beiden geben. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass einer von den beiden auch gewinnen wird. War X-Escape Match so, dass der wie war das? Der Erste, der draußen ist, gewinnt? Oder wie war das nochmal? Oder nee, oder ist das irgendwie Elimination, nee, bis zwei übrig sind und dann muss einer raus? Ich glaube, jeder, der den Titel nicht haben will, muss den Käfig verlassen und dann machen es die letzten beiden untereinander aus. Das war blöd. Nee, war das nicht mit Elimination X Escape? Erst Elimination und dann, wenn zwei übrig sind, dann müssen sie den Ring verlassen. Dann müssen sie, ja genau. So, ich glaube, so war das in der Art. Ich kann mich noch mit Shocker und Alex Shelley erinnern, also wenn es das nicht mehr gab vor. Und Chase Stevens, der da irgendwie auch eine Wahnsinnsaktion gezeigt hat. Ja, die Shooting Star Press ins Leere, obwohl sechs Leute unten stehen oder zehn. Trottel. Bringen die trotzdem noch ins Leere.
Oder zum Beispiel, wenn du dich an Gail Kim noch erinnerst, die hat ja auch eine große Aktion gebracht gegen Jackie Moore letztes Jahr, wo sie da den... Aber nicht im X-Division Escape. Nee, das nicht, aber sie hat mit dem High-Cross Body, ist sie nicht mit gegen den Body gesprungen, sondern gegen die Haare. Gegen die Haare von Jackie Moore. Ja, hat wehgetan. Ja. Haarbruch. Auf wen tippst du denn hier? Tippst du auf eine Titelverteidigung oder auf einen Titelwechsel? Ich tippe auf eine Titelverteidigung erstmal, aber natürlich denke ich mal, dass Sanjay Dutt und Jay Lethal die beiden letzten sein dürften. Oder Jay Lethal und Johnny Devine, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Aha. Und ja, der Rest dürfte so in kleinen Comedy-Angles ausscheiden, denke ich mal. Aber es wird sicher wieder sehr spektakulär werden, denke ich. Davon gehe ich aus. Du tippst also auf? Jay Lethal. Jay Lethal Titelverteidigung. Ich mache was ganz, ein Außenseiter-Tipp. Denk dran, dass wir beide schon auf einen Titelwechsel getippt haben. Oh, du hast recht. Aber das bei TNA was zu bedeuten? Das Mann. Weiß ich nicht. Ich tippe hier Außenseiter-Tipp auf Curryman! Weil er eben so in der Luft hängt und man muss ihm einfach was geben. Jay Lethal braucht den Gürtel nicht, weil er eine Fehde gegen Sanjay Dutt hat und Jay Lethal ist schon größer. Ach, dann habe ich den Punkt vom Lethal Lockdown ja wieder. Ja, und ist halt größer als die X-Division Jay Lethal. Sehr schön. Und deshalb gewinnt der Curryman! Sage ich jetzt mal. So. Mixed Tag Team Match once again. Booker Broken T. Jaw. Ja, Booker T und Charmel gegen Robert Root und Peyton Banks. Kannst du mir eine Frage beantworten? Bestimmt. Gut. Erinnerst du dich an das Mixed Tag Team Match Booker T und Charmel gegen Robert Root und Tracy Brooks? Ja. So. Und damals wollte Booker T eigentlich nicht, dass Charmel in den Ring steigt, aber er hat seine Frau erfüllt. Und meinte, okay, was meine Frau will, das bekommt sie auch. Ja. Nachdem Charmel sich aber den Jaw, also den Unterkiefer, gebrochen hat, ne, hat Booker T gesagt, dass es der größte Fehler seines Lebens war und er wird es nie mehr zulassen, dass seiner Frau so viel Schmerzen zugefügt wird und er wird sich dafür revanchieren. Richtig. Warum lässt es Booker T jetzt zu, dass Charmel wieder in den Ring steigt? Weil Jim Cornette ihn dazu gezwungen hat, weil Charmel ja mit dem Strap alles verprügelt hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das ist jetzt die kleine Strafe für Charmel. Booker T muss sozusagen zeigen, dass er wirklich auf sie aufpassen kann. Er kann ja im Prinzip das ganze Match alleine bestreiten gegen Robert Root. Und ich denke mal, dass Peyton Banks Charmel deutlich weniger Schaden zufügen würde als Robert Root. Ja. Ich tippe hier auf Booker T und Charmel. Tippe ich auch. BT und ST. BT und ST. Booker T und Charmel T. So, haben wir das. Ja. Aha. So, dann die das größte Match. Noch One T und Cool T. Ja, wer ist das? Die haben mal Musik gemacht. Ah. Mehr oder weniger erfolgreich. Da gibt es BT James gegen Kip James. Dein Duell der zwei ewigen Freunde. Das größte Tag Team aller Zeiten. Mal wieder gefloppt bei TNA. Deshalb muss man es jetzt gegeneinander stellen. Oder das ist doch Unsinn. Wird mindestens einer auf der Strecke bleiben. Naja, ja. Bei Sacrifice sehen wir noch ein Rematch. Ja, Moment. Aber, ja. Na, Moment. Ja, Moment. Ich hab's gehört. Was war denn mit AMW damals? Ja, trink mal erstmal einen Schluck. Kannst du auch eine schöne Antwort dabei überlegen. Mit AMW, das war das größte Tag Team aller Zeiten. Hat über fast 5 Jahre lang die TNA Tag Team Division dominiert und dann war es Zeit dafür, dass ein talentierter junger Mann aus Tennessee, nämlich James Storm, aus der Falle des der Wildcat ausbrechen muss und da hat man sich halt gesplitten, das Team, damit der Cowboy auch zukünftige TNA Main Events bestreiten kann. So. Hat denn jetzt eine Gegenfrage? Hatten denn BT James und Kip James jemals so die Tag Team Division bei TNA beherrscht, wie das America's Most Wanted getan hat? Bei TNA nicht, aber siehst die WWF-Dominanz hat die von AMW bei TNA bei weitem überschattet. Nee, never ever. Ich bitte dich. Gegen wen hat denn früher die New Age Outlaws verloren? Überleg doch mal. AMW war 5 Jahre lang Tag Team Champion. Sind die längsten reigning NWA Tag Team Champions aller Zeiten. In einer NWA die New Outlaws haben die Legion of Doom besiegt. Sie haben Cactus Jack und Chainsaw Charlie besiegt. Sie haben... Die Acolytes besiegt. Bestimmt auch, ja. Sie haben gegen Team 3D verloren. Es sind alles so Leistungen, die man mal erwähnen sollte, auf jeden Fall.
BMW hat gegen alles gewonnen, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Die Naturals, Simon & Swinger, Team 3D haben sie auch besiegt. Diamonds in the Rough bestimmt auch noch. Diamonds in the Rough, ganz bestimmt. Mhm. Bestimmt auch zweimal. Sharkboy und Norman Smiley. Ne? Und vergangene Gegner wie den Rock'n'Roll Express und so. Tatsächlich? Ja, ja. Nee, Rainbow Express war das mit Bruce, glaube ich. Richtig, Mist. Bruce Lamell. Mein Name ist Bruce. Ach, ich kann das jetzt auch gar nicht. Manchmal kann ich ein bisschen Bruce machen, aber jetzt nicht. Ich habe so geweint früher. Früher als kleiner Junge habe ich so geweint. Ich hatte keine Selbstbewusst. Was wäre eigentlich, wenn Charmelle Bruce Danell heiraten würde? Dann würde sie Charmelle Danell heißen. Das hast du gut erkannt, aber Charmelle, ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Charmelle Danell T. Dazu wird es wohl nicht kommen. Wahrscheinlich nicht. Gut, B.J. James und Kip James. Ja, auf jeden Fall nette Videopromos zwischen beiden. Ja, Herren. Der Rough Cut. Wie findest du denn den Rough Cut? Den Rough Cut finde ich gut. Wurde auch mit UFC und Co. verglichen, die ganzen Interviewsegmente. Das ist ja praktisch wie ein kleines Shoot-Interview. Ja. Nur eben getrennt, also gegeneinander. Und unter freiem Himmel. Ein Outdoor-Shoot-Interview quasi. Lokativ. Und BG hat erst die Schweine und dann seine Kinder gefüttert, glaube ich. Passt beides. Oder erst die Schweine gemästet, die dann geschlachtet und damit seine Kinder gefüttert. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Verfüttert vielleicht auch. Ja, Kip saß, glaube ich, irgendwie auf dem Zaun und hat sich mal an einen Baum gelehnt. Das waren eigentlich schöne Bilder so, die man für die Ewigkeit festhalten sollte. Definitiv, also wie BG James seine Schweine und seine Kinder verfüttert. Finde ich gut. Ja. Und es wurde irgendwie nicht so richtig klar, wie da jetzt die Face- und Heel-Rolle verteilt ist. Also es wurde eigentlich ziemlich neutral gehalten. Wenn die Fans wahrscheinlich bestimmen. Ja, mehr oder weniger. Also Kip James war ja derjenige, der geturnt ist, hat dafür dann aber gute Gründe vorgebracht. Und definitiv wie das Kip gute Gründe vorgebracht. Ja, wie das aussieht mit dem Vertrauen und mit der Familienehre, und wir hatten das alles schon mit der 4Life-Crew, das kennen wir alles schon so ein bisschen. Jetzt haben sie es noch so ein bisschen intensiviert durch die ganzen Interviews. Ja, und man hatte mal wieder den Vorteil, dass man die beiden in den Shows selbst gar nicht mehr einsetzen muss, sondern man hat sich irgendwie eine Viertelstunde hingesetzt. Wie gesagt, auf die angesprochene Range. Und dann hat man das verteilt auf 18 Shows. Und die beiden hatten erstmal Urlaub. Ja, richtig. Ja, was glaubst du denn, wer wird das Match gewinnen? BG James oder Kip James? Kip wird es James. Ein einmaliges Aufeinandertreffen würden? Wird es mehrere geben? Wenn die beiden aufeinandertreffen, gewinnt immer Kip James. Es ist immer derselbe Mist. Okay. Ja. Und glaubst du denn, dass sich am Ende beide in die Arme fallen werden? Oder glaubst du, dass beide dann getrennte Wege gehen und in der Undercard verschimmeln? Es wird beides passieren, es ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge. Es ist auch immer das Gleiche. Ach, also, okay, sie werden erst in einer Karte verschimmeln, wenn es nicht läuft, und wenn sie sich wieder zusammentun. Ja, oder andersrum. Sie werden sich zusammentun und in der anderen Karte verschimmeln. Wirklich? Wir werden gucken. Ich tippe hier dann einfach mal, du tippst auf Kip. Dann tippe ich einfach mal auf BG James. Sie würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn ich mit einem Tipp für dein Favorite Wrestler recht hätte und damit einen Punkt hole. Dein Handy vibriert. Das mein Handy heißt, vibriert. Mach mal schnell auf Pause. Die Freundin von einem Freund. Aha. Richtig, ganz genau. Die Freundin eines Freundes kommt in 20 Minuten vorbei. Das hat allerdings nichts mit der Montagausgabe zu tun. Warum hast du denn dann überhaupt auf Weiter gedrückt? Weil du das gesagt hast. Brisante Informationen. Weil du das gesagt hast, als ich wieder auf Weiter geklickt habe. Deine Telefonate, die sollte man hier wirklich alle mal zusammenfassen, mitschneiden und auf einer extra CD rausbringen. Sehr gerne. Bonds Telefonate während Montag. Ja. Fly war auch schon mal bei Moontalk am Telefon dran. Am Telefon. Da wollte er, dass ich ihm ein Hemd ausleihe. Das darf man jetzt mal erzählen, nachdem es ein Jahr her ist. Ja. Ja. Wieso? Das war damals live. Ja, aber das hat keiner verstanden, weil das so komisch gepiept hat. Das lag an Fly. Ja, das macht so diese Handygeräusche immer am PC. Wenn man ein Handy macht und das aufnimmt, dann macht das immer. Das war Fly. Das war Raisha Said. Das kommen wir jetzt auch zu Raisha Said.
Awesome Kong und Raisha Saeed. I kill you. Gegen Gail Kim und One Dirty Bitch in einem Knockout-Tag. Übrigens Old Dirty Bitch, wie Nick Held gesagt hat. Ah, echt? Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt ist ODB? Weiß ich nicht. Um die 30 so? Nee, die ist bestimmt noch 22 oder so. Wahrscheinlich ist sie 15, aber sieht nur so verbraucht aus. Richtig. Ich tippe hier natürlich auf Gail Kim und ODB, die hier einen Sieg über Awesome Kong und Raisha Saeed sie holen werden, weil Raisha Saeed ist wahrscheinlich der Schwachpunkt des Teams, auch wenn es Chili der Melissa ist. Und ich glaube ja, dass wir von Raisha Saeed einen ähnlichen Spot wie seinerzeit, wie hieß er noch gleich, Scott D'Amore erwarten können. Tengwa! Achso, ja. Entschuldigung. Ja? Ach, das war auch eine und dieselbe Person, das wusste ich noch nicht. Nee. Ja, Tipp. Du tippst nicht auf... Du tippst auf ODB und Kim. Ja. Gut. Ich tippe auf... Raisha Saeed und Awesome Kong. Du wolltest einen Spot von Scott D'Amore nochmal erwähnen. Nein, ich wollte den Spot nicht nochmal erwähnen, aber ich wollte sagen, dass er ja damals alle überrascht hat. Weil ja alle irgendwie dachten, er trainiert nur so zum Spaß. Er ist ein Wrestling-Trainer, hat schon viele Leute trainiert. Für die Mahawks. Welche Mahawks? Die bestenfalls vorm Fernseher sitzen, denn in der Impact Zone sitzen, glaube ich, nur Smart Mahawks. Ja. Genau die. Habe ich mich gut rausgerettet, ja. Ne? Queen. So. Queen of Extreme, Queen of the Cage, Cage Match, Six Sides of Steel, Cage Match, Match. Queen of Chaos, ja genau. Mit Christian Cage als Cage Doctor. So, Angelina Love und gegen Velvet Sky. Ich das wäre eigentlich was für William Regal, oder? Ich höre es jetzt schon klappern. Kannst du es bitte mal mit William Regal Stimme vorlesen? Oh nee, das die ganzen Namen bitte. Oh, komm, für mich. Oh, hört auch keiner zu. Hört keiner zu. Ich kann das nicht auf Kommando. Es ist schlimm, dass du nichts auf Kommando kannst. Ich kann nichts auf Kommando. Du könntest nie auf Tour gehen mit deinem Programm. Ich hab doch gar kein Programm. Du würdest dann da vorne stehen. Ich kann das jetzt nicht. Guck mich nicht alle so an. Ja, genau. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Meine Damen und Herren, jetzt auf Tour. Julian Frank. Manchmal macht er was, manchmal auch genau. Nichts. Wenn er sich bewegt, ja. Machen wir die Kamera wieder an. Es ist unglaublich, liebe Zuhörer. Der Julian, der kann so Angelina viele... Angelina Love gegen ja? Velvet Sky gegen... Wie spricht man die denn jetzt aus? Da kann man auch einen Fehler einbauen, wie bei Umanga. Solinus. Der ist auch spannend jetzt. Ja. Oh Gott. Da kann man eigentlich nicht so viel falsch Rucker machen. Raccoon. Oder so. Ich weiß es nicht. Raka Khan. Tracy Brooks. Oliver Khan. Ja. Tracy Brooks. Ja. Ja, Christy Hemme. Gegen Christy Hemme, gegen Jackie Moore und Roxy Laveau. Ja. Queen of the Cage, Extreme Cage Match, Cage Six Sides of Steel Match. Muss eigentlich ein Face werden. Queen of the Cage wird meiner Meinung nach Raka Khan. Ja, die ist Tweene. Nehmen wir die. Wird gepusht. Nimmst du die auch? Nimmst du auch Raka Khan? Oder nicht. Nimmst du Tracy Brooks? Jetzt schreibst du tatsächlich Khan so wie Khan. Ja, klar. Ich nehme Roxy Laveau. Oh. Ich glaube, ich habe schon mal auf die getippt, ne? Als es um irgendwas Spannendes ging. Ich glaube, um den ersten Knockout-Title ging es damals. Und da war sie nämlich der Runner-Up gegen Gail Kim. Nicht etwa Awesome Kong oder ähnliche Leute. Nein, es war Roxy Laveau. Ja, damals konnte man die noch verjobben. Man wollte nicht, dass Kong sich legt. Weil die Jarrett-Familie und Dixie Carter und wie sie sonst noch alle heißen, Moontalk hören. Richtig. Und mich natürlich ganz klar als Face, als den Macher der ganzen Chose hier erkennen. Zu Recht. Ja. Und dich nur als das kleine grüne Licht. Ich habe so ein Piepen im Ohr. James Storm. Ich hab so ein Piepen im Ohr. Gut findet oder zumindest so tut. Ja? Ich hab so ein Piepen im Ohr. Hast du was gesagt?
Das ist ein Riesenscherz. Hast du was gesagt jetzt? Was ist, wenn du was gesagt hast? So wichtig kann es ja nicht sein, wenn du was sagst. Weißt du, dass das fast gezogen hätte, wenn Triple H den Gag nicht schon bei Raw gebracht hätte? Ja? Hm. Was denn? Ja, genau den. So. Aber du hast von grünem Licht gesprochen. Es gibt grünes Blut am Sonntag. Es wird grünes Blut geben und wie du mir ja verraten hast... wird der Pay-Per-View in schwarz-weiß ausgestrahlt. Schwarz-weiß und mit grünem Blut, wie gesagt. Ja. Und ja, es hatte so ein bisschen was von Sin City dann, oder? Ja. Es ist Sin City einfach. Es ist Sin City im Cage. Es ist rein Sin City im Cage jetzt, ne? Ja. Im Cage. Ja. Und, ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich eben sagen wollte. Darauf hast du mich ja gebracht. Ja. Das Kleeblatt im Logo bedeutet nämlich nicht die Rückkehr von Ken Shamrock, Nein. wie ich fälschlicherweise vermutet habe, sondern dass in der Nähe der Halle ein irischer Pub rumsteht. Nee. Hast du mir gesagt? Nein, wegen einem irischen Pub, ne? Ja. In Boston findet das statt, oder ist das? Boston war das doch, oder? Das ist möglich. Ja. Ja. Ich gucke ja vorher nach, bevor ich mich ganz blamiere. Wo kann man das nachgucken? Du, das macht jetzt auch keinen. Also, wahrscheinlich, weil in Boston eine irische Kneipe steht, sagen sie, ach, weil da eine irische Kneipe steht, malen wir das Logo grün an, weil es da drei Iren gibt. Nein. Ja, natürlich. Wenn du dich erinnerst, ich guck nochmal ganz kurz. In The Zong war Arena hier in Lowell, MA. Was ist das denn? Ich denke, das ist nähe Boston. Ja, wenn, dann mach das auf Deutsch, komm. Nö, ich muss nur gucken, wo das ist. Steht nicht irgendwo mal from Boston oder so? Massachusetts ist das, oder was? Ja. Zumindest sollten in dieser verdammten Stadt ganz viele Iren kommen. Und die Nationalfarbe der Iren ist doch grün. Und deshalb ist das heutige Lockdown-Logo grün, weil da ganz, ganz viele irische abstammende Leute sind oder Auswanderer von damals. Ne? So, ja. Deshalb bin ich da. Ja. So, weiß Bescheid jetzt. Aha, vielleicht gibt's ja auch das 10.000 Kerrygold-Match zwischen Abyss und Judas Messias. Das kann auch sein. Die sich dann mit Butterpaketen bewerfen. Tolles Ding. Ja. Es gibt noch ein Six-Team Cuffed in the Cage Match. Oder Kuft. Cuffed. Einfach im Cuff sitzen sechs Teams. Und ja, es klingelt schon Cuffed wieder. Cuffed wird wohl. So, tut mir wahnsinnig leid, dass ich nochmal eine Pause machen musste. Aber wir sind weiter beim Cuffed in the Cage Match. Lass ruhig auf die Tür, Julian. Ein bisschen durchlüften. Willst du? Julian, mach kurz nochmal die Tür zu. So. Oh nein, ich lass sie jetzt offen. Cuffed in the Cage Match. Ein Match mit sechs Teams in einem Käfig. Ja, stopp. Was heißt überhaupt erstmal cuffed? Das heißt doch bestimmt handgeschält. Wir gucken das mal nach. Cuffed. Kopieren. So. Leo.org. Ach, dann suchen wir mal das ganze Match. So. Deutsch-Englisch. Das funktioniert nicht. Einfügen. Kannst du das nicht auf der deutschen TNA-Seite machen? So. Wo steht denn das? Cage. Heißt Fahrkorb. Match heißt die Heirat. Fahrkorb-Heirat. Ja. Der Sechser Fahrkorb-Heirat. Ja. Aus. Da muss ich mal Kaft nachgucken. Kaft findet er nämlich nicht. Kennt er nicht. Kaft. Cuffed hands. Cuffed hands, He managed Pinguin. To escape with hands cuffed. Was bedeutet cuffed in diesem Zusammenhang? Fragt. Gefesselt oder mit Handschellen. Was habe ich gesagt? Handgeschellt. Die sind handgeschellt in dem Match? Ja, und Alex Shelley ist auch noch dabei. Also hast du quasi die deutsche Übersetzung noch im Match drin, ohne dass die Amis das wissen, weil die alle kein Deutsch können. Ja. Außer Christian Cage, aber der ist kein Ami und ich rede mich hier mal wieder völlig um Kopf und Kragen. Zumindestens dabei, wie du erwähnt hast, sind Alex Shelley und Chris Herbe, die Motor City Machine Guns. Ja. LAX, Hernandez und Homicide. Hernandez war ja auch zuletzt wieder in Deutschland gewesen. Hat er sich da auch als Türke verkleidet? Ja. Zusammen mit Raven übrigens. Und Raven hat sich auch als Türke verkleidet. Raven hat angeblich eine ganze Kolumne über mich geschrieben, hast du das gewusst? Auf der amerikanischen Seite. Geht auf meine MySpace-Seite, myspace.com/ChrisTheBonds. Und dann guckt euch den Link an, den Herrn Kollege Florian Köhler mir geschickt hat. Und da ist eine Kolumne über respektlose Fans in Deutschland. Da bist du wahrscheinlich auch noch stolz drauf, oder? Nee, gar nicht. Ich bin totaler Raven-Fan. Ich hab totales schlechtes Gewissen deshalb. Du hast diesen Mann beleidigt. Ich habe ihn nicht beleidigt. Ich habe ihn angefeuert. Ich habe gesagt, you are God. Ja.
Ich würde mich freuen, wenn einer das zu mir sagt. Gut, meine ganzen Fans sagen mir das, aber ich brauche das auch. Na? Ich glaube, du brauchst was ganz anderes. Scott Steiner. Habe ich auch. Und der geschorene Petey Williams. Ich habe geheult. Ich habe geheult. Fast. Petey Williams. Der sich live oder... Maple Leaf Muscle. Baldhead. Ja. Der sich taped vor einer Kamera die Haare schneiden und scheren lässt. Ich habe geheult. Hätte heulen können. Nur um so ein komisches Ding da auf den Kopf zu tragen. Und jetzt ein Genetic Freak zu sein. Also die Genetic Freaks könnte man die beiden nennen als Tag Team. Ja. Dann The Rock and Rave Infection. Lance Holt und Jimmy Rave. Eric Young oder Super Eric? Wer tritt jetzt an? Je nach Belieben. Gut. Und Cass zusammen gegen Black Raid und Relic. Ja. Ja, schönes Match. Kein Aufbau wirklich, oder? Also zwischen Black Rain, Young, Cass und Relic schon, kann man sagen. Zwischen Scott Steiner und Petey Williams ist ja auch ein Aufbau vorhanden. Die Weiterentwicklung von Petey Williams Charakter. Ja. Ja. Hochinteressant. Hochinteressant. Und da gab es die Motor City Machine Guns gegen Steiner und Williams. Ist die Frage, ich würde es mir wünschen. Obwohl Scott Steiner kann den Contender-Spot nicht gebrauchen. Bei Scarface hätte ich was gesagt. Bei Sacrifice sind doch sowieso erstmal Team 3D dran, oder? Ja? Weil die im Team so sind, ne? Wahrscheinlich. So, ja, weil die jetzt gerade sich so behaken, oder? Ja, davon gehe ich aus. Oder sie sparen sich das nochmal auf und dann kommt hier Black Rain und Relic. Black Rain und Relic gegen AJ Styles und Tom Co. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich die Modus für die Machine Guns als Tag Team Champions sehen. Egal, ich tippe hier trotzdem auf im Zweifelsfall soll man eigentlich immer auf LAX tippen, oder? Bei Pay-Per-Views gewinnen die ja meistens. Gut, dann mach das. Ich weiß, auf welches Team ich auf jeden Fall tippe. Ich tippe bin auf mir sogar LAX. Zu 99% sicher, dass sie das machen. Ah, oh, bitte nicht. Mhm. Ich tippe auf LAX einfach. Mach das. Ja. Und, kannst du es raten? Tippst du auf Super Eric? Nein, ich tippe auf Scott Steiner und Petey Williams. Ja? Ja. Gut. Gut, dann haben wir die Tipps komplett für Lockdown. Ja, ich persönlich freue mich auf den Pay-Per-View, der am Sonntag stattfinden wird, am 13. April. Ja. Ich auch ein bisschen. Erwartet uns eigentlich eine recht gute Card, obwohl viel zu viele Leute auf der Card sind. Wenn ich das mal zähle. Aha, guck an. Es sind irgendwie 8, 12, 20 Leute in zwei Matches. 24, 26, 30, 36, 46, 48 Wrestler. Ja. Bei einem Pay-Per-View. 48 Wrestler auf 8 Matches verteilt. Ja, also... Da hat sich TNA, glaube ich, ein bisschen verausgabt. Das ist mehr als beim Royal Rumble zu sehen gehabt dieses Jahr. Ja. Das heißt finanziell, die sind ja alle irgendwie unter Vertrag irgendwie. Aber gibt es noch irgendeinen Wrestler, der es nicht auf die Card geschafft hat? Weil das wäre echt eine arme Sau. Elix Skipper. Ja, der hat es nicht geschafft. Noch irgendwen? Fällt mir jetzt gerade auch so bei Lockdown ein. Echt, alle Frauen sind sogar im Einsatz. Zieh dir das mal rein. So casual. 14 nicht. Frauen. 14 Crystal Frauen. Nicht. Ja, okay, aber 14 Frauen im Einsatz. Ja. 14 Frauen muss ich sehen. Geil, stehe ich drauf. Gut. Ein bisschen viel. Oder zu viel Multiman-Matches. Ich hörte mir, es gibt nur ein einziges Singles, zwei Singles-Matches, ja. Es wird vor allem auch so unübersichtlich, wenn so viele Leute gleichzeitig im Käfig sind. Ja. Diese Lockdown hat man sich ja dran gewöhnt, das kann man ja machen. Ex-Escape-Match ist auch Standard, aber der ganze Rest, dieses Six-Team Cuffed in the Cage und Queen of Cage-Match und hast du nicht gesehen? Oh, hör mir auf. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das alles wird. Gut. Herr Frank, haben Sie noch abschließende Worte zu sagen? Nein. Nicht? Nein. Dann würde ich sagen, schließen wir die Sendung. Mit einem Song, würde ich sagen. Nämlich der offizielle Theme-Song zum kommenden Pay-Per-View bei Lockdown von der Band
Operator mit Nothing to Lose. Ja, völlig richtig. Und woran erinnert uns Operator? Weiß ich nicht. 911 Operator, what is your emergency? Gut. Womit wir wieder bei der James Gang bzw. der Voodoo Kin Mafia wären. Ah, so weit hast du sogar gedacht. Ja. Das ist ja gar nicht so blöd von dir, Herr Frank. Ich weiß. Danke. Nicht schlecht, Herr Specht. Sag ich jetzt einfach mal so. Gut. Oberarrogant. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ich wieder dabei war nach einer kleinen Auszeit. Ich werde versuchen, das US Wrestling mehr zu verfolgen. Habe ich ja auch getan. Ich habe ja auch die Impact-Episode gesehen und auch WrestleMania gesehen und ich bin dabei, mich weiter voranzuarbeiten in der US-Mainstream-Szene. Chris Hero hat das Profil geändert. Das ist interessant. Ja. Und CW Anderson hat auch was Neues gepostet. Hallo CW. Und Lazio fährt 4 neue Bilder. Das mal zum MySpace-Update. Ich habe übrigens 16 neue Bilder auch. So ist das Operator, diese komische Band. Könnte sein, ne? Ja. Nothing to lose. Das nehmen wir doch gleich mal. Bis... Ja. Gleich. Ja, bis zur nächsten Ausgabe, wenn es heißt WrestleMania 24. Das große... Review. Ja. Die Rückblicksveranstaltung. Ich hoffe, dass Cyber Mike bis dahin auch wieder... Internet. ...der Zivilisation angehört. Sagen wir es mal so. Böse. Dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.